seid. Willkommen zurück zu Let's Play Thief. Ja, nachdem ich die letzten Tage wegen schönen Wetters mal nicht aufgenommen habe, um die Sonne zu genießen und die Wärme, ne? Da ist es doch wohl nur logisch, dass ich mir den wärmsten Tag und den mit dem schönsten Sonnenlicht aussuche, um aufzunehmen. Weil ehrlich, draußen ist zu warm. Und im Übrigen möchte ich gerade noch die Genauigkeit meines Weckers, was Temperaturmessungen angeht, sehr hoch loben. Denn während draußen gerade bestimmt plus 29, plus 30 Grad sind, zeigt mein Wecker minus 27 Grad an und von der Decke rieselt Schnee. Garantiert. Das ist echt unglaublich. Ah, aber gut. So viel nur am Rande. Dann wollen wir mal, wa? Dann wollen wir mal weitermachen. Was führt der hier vorne eigentlich für komischen Tanz auf? Will er uns zeigen, was unter seinem Unterrock ist oder was ist los? Komischer Kauz. Der Name des Ungläubigen lautet Martin Holloway. Er hat mit der Wache konspiriert und die Hoffnungsvollen unterdrückt. Galgen! Was sagt ihr? Soll dieser Mann von Orion berührt werden oder an den Galgen kommen? Jetzt hängt ihn schon auf! Ja! 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 Ich bin froh, wenn das alles vorbei ist. Man kann sagen, was man will, aber ich wünsche mir die alte Wache zurück. So, wo führt mich das da eigentlich gerade? Begib dich zu Northcrest Manor in Ort. Nee. Ich habe mir gedacht, heute könnten wir vielleicht mal das Banklevel spielen. Verfolgen, Y, okay. Was kommt als nächstes? Ich. Achso, wie sind wir eigentlich waffentechnisch ausgestattet? Explosionspfeile, ein paar Feuerpfeile, Breitkopf, Sägezahnpfeile. Sieht eigentlich gar nicht so übel aus, ne? Aber ich könnte trotzdem nochmal gucken, ob ich beim Händler vielleicht was kriege. Mehr ist nie schlecht. Hüp. Ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht, wie lange ich jetzt nicht gespielt habe. 2 Wochen? 3 Wochen? Ich weiß es nicht. Das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass... Euer Glaube und euer Blut haben den Weg geebnet für eine bessere Zukunft! Meine Mikrofonentstellung erst seit dem letzten Video wieder besser geworden ist. Die Götzen haben die Schlacht um die Stadt gewonnen! Ey, ich war nicht verschüttet, brüll nicht rum. Aber eins bleibt noch! Wir müssen den Eisentyrann finden! Ich habe etwas für all eure ruchlosen Bedürfnisse. Der Schreier hat da unten, nimm dir mal ein Beispiel an ihn, der hat eine sehr angenehme Stimme. So, können wir uns vielleicht noch erhöht die sichere Fallhöhe. Warum nicht? Hm. Von meiner Ausrüstung möchte ich eigentlich relativ wenig verkaufen. Feuerpfeil hat da sogar eine ganze Menge und Explosionspfeil auch nicht schlecht. Halbfall, Stumpferfall, Mohn. Gut, damit haben wir alles. Für uns habe ich immer geöffnet. Es wird Zeit, den Baron endgültig zu stürzen!
Alter. Findet den Baron! Der Northcrest Bastard muss sterben! Ey, schade, dass ich meine Waffe nicht benutzen kann. Der Weg durch die Straßen ist frei! Durch den Kopf jagen. Orions Zeit ist gekommen! Alter. Der macht ein Waffentheater da drin, ist ja furchtbar. Warum bin ich hier wieder hochgegangen? Ist ja gut. Die Ausdauer aufgebraucht. Gibt's denn eine neue Geldbörse? Nö. Die Rinne. Mhm. Heute Abend suche ich mir eine Hafenhure, die mich in den Schlaf singt. Ich weiß nicht, wie das in dieser Zeit ist, aber meines Wissens nach ist es nicht die Aufgabe von Huren zu singen. Sicher, sie können es nebenbei noch tun, aber eigentlich haben sie primär einen anderen Zweck. Hey, war da eben jemand? Weiß nicht. Nicht bei diesem Licht. Vergiss es. Ein Glück. Das weiß an meiner ersten Daumenschraube nicht mehr. Was ist aus den Eintopfküchen geworden? Vielleicht zwei Topfküchen? Okay, der war nicht. Warte, bist du um die Ecke verschwunden? Wenn alle Tavernen schließen, wo soll ich dann trinken? Diese Tür da ausprobieren. Ich weiß nicht, ob wir da im Verlauf des Spiels schon mal drin waren, aber da wir den Schluss knacken können, schätze ich mal nicht. Ich wünschte, hier gäbe es eine Eintopfküche. Da. Ab. Medizin gegen die Schwermut? Ich kann mir kaum das Lumpenhaus leisten. Okay, hier waren wir definitiv noch nicht drin. Ich hier mal ganz kurz. Stimmt was nicht. Wenn du meinst. Wahrlich das schönste Bild, was ich je gesehen habe. Ich bin neuerdings so müde.
sie an. Was haben wir denn da? Ein abnormes Bild. Was glaubst du denn? Wohnen haben wir ja erst gekauft gehabt. Es tut weh. Hör auf zu jammern. Lady Christinas letzter Wille. Letzter Wille und Testament. Im Jahre der Northcrest-Regentschaft 842 lassen wir, die Raben, ich, Lady Christina, hinterlasse meinen Vögeln. Bei klarem Verstand, alles klar, der Text, Bows, ja, okay. Ich hinterlasse meinen gesamten Glitzerkram den Vögeln. Vermache meinen Vögeln, meinen geliebten Söhnen und meiner Tochter, Vögel, beglaubigt im Namen der Verwaltung des Barons durch Milligan und Söhne Notare Südviertel. Unterschrift unleserlich. Wow. Klar, im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte. Kinder von ehrlicher Arbeit abhalten. Offensichtlich gerade eine Mini-Mission, eine Sidequest erledigt. Oh, da kann ich das Licht ausschalten, dann sehen die mich nicht sofort. Mögliche sein. Sieh dich um. Ist da jemand? Hey! Kommt mir zu nah und ihr seid tot. Vermutlich war der Rechner mit allem. Können die jetzt alle nicht mehr schreiben, nicht mehr sprechen? Dass wir eine Bank ausgeraubt haben, war irgendwann in Thief 2. Dann wollen wir mal wieder, wa? Schaffe dir Zutritt zur Bank. Ich wünschte, hier gibt es eine Eintopfküche. Ja. Maschinen lassen sich nur schwer ablenken. Ich muss aufpassen. Maschinen? Wo hast du Maschinen gesehen? Und doch hier nicht bei den Mechanisten. Wechsel mal auf den normalen Pfeil. Besonders.
paar gleichen Dialoge nerven ein bisschen. Ein paar Zahlen gefunden. Könnte das die Tresorkombination sein? Faszinierend, erzählen wir mehr davon. Was sonst? Ich hoffe, du hast ihn nicht liegen lassen. Natürlich nicht. Hab ihn in ein Schließfach gelegt. Welches? Weiß ich nicht mehr. Ich hab die Nummer in der Tasche. Rede mit Mrs. Maunders. Sie ist für die Sicherheit zuständig. Geht die jetzt auf oder bleibt kalte der stehen? Nacht. Okay, der eine geht. Der andere auch. Das hat jetzt aber gedauert. Also, in irgendeinem Schließfach liegt ein Zettel mit einer Kombination für einen Tresor. Das Mädchen war recht anmutig. Mein Nacken schmerzt. Der Satz macht so überhaupt keinen Sinn, weil wer an Götter glaubt, weiß, dass sie nicht sterben. Okay, mit dem ist ein Zettel. Mechanische Augen. Antwort: mechanische Augen. Ich kann nichts tun, was die falschen Alarme angeht. Diese mechanischen Augen kamen direkt aus dem Bergfried. Daher weiß ich nicht, wie man sie kalibriert. Für den Moment solltet ihr die Wachen anweisen, sie zu ignorieren und sich vom Tresorraum fernzuhalten. Wickes. Hört sich doch ganz gut an. Die schlagen Alarm und die Wachen kommen nicht vorbei. Bei Rocks Zähne. Wer ist Rock? Achso, The Rock. Na, ist klar. Wayne Johnson, ne? Der verbrannte Smaragd. Auszug 2. Vielleicht sollten wir erst Auszug 1 finden, bevor wir Auszug 2 lesen, oder? Dass sonst nichts mehr so zu überblicken kann. Okay, da. Die Straßen sind nicht mehr sicher. Und das sind die beiden Trottel. Wo schnarcht noch einer? Okay, das war die größte Heldentat, die ich je vollbracht habe. Wow.
Und wir starten wieder hier. Geht schon. Ehrlich gesagt, ich wünschte, ich hätte Betäubungsgranaten, irgendwas in der Richtung. Erstickungsfall werden mir nicht helfen. Stumpferfall, Explosionsball, ja. Kann ja alles in die Luft jagen. Nützt mir nur nichts. 1, 2. Die Stadt geht vor die Hunde. Tut mir leid, wenn ich jetzt nochmal alle Schubladen durchforste. Ich weiß einfach nicht mehr, in welcher Schublade was drin ist. Parfüm allein kann den Gestank der Stadt nicht überdecken. Da magst du vielleicht sogar recht haben. Nummer 5 in einem Scheißhaufen verwendet. Riecht dann einfach nur wie ein polierter Scheißhaufen. Und den haben wir schon gelesen. Geht trotzdem noch mal rein. Mir tut der Rücken weh. Wir suchen noch nach Auszug 1. Oh, den habe ich gerade eben übersehen. Dass wir gestorben sind. Diese verdammte Stadt. Sieht so aus, als hätte er aufgegeben. Nimm mal deine normale Route wieder auf. All die sterbenden Bettler und eingesperrten Hunde. Was kommt als nächstes? Büste des Barons. Okay.
Brief an Maunders. Mrs. Maunders, hier die offizielle Kombination für den Tresorraum. 682. Änderungen bitte melden. Charles Swallow, ehrenhafter Schatzmeister des Barons. Der Gestank hier ist widerlich. Schrank zum Verstecken. Ist da auf dem Schrank was drauf oder nicht? So, die mechanischen Augen sind da unten, ne? Machen den Krach. Wenn ich gerade ein bisschen weniger sage, aber ich konzentriere mich gerade auf jedes einzelne Geräusch und ja, auch auf das Schnarchen. Ich habe dieses Kleid schon zu oft getragen. Was werden die Leute denken? Wenn es frisch gewaschen ist. Vielleicht, dass es hübsch aussieht, ich weiß es nicht. Nicht gestorben sein. Wirklich? Ja, ich hab ihn immer gemacht.